Hallo meine Lieben, heute gibt es den neuen Food Haul. Ich war diese Woche für meine Wocheneinkauf beim Penny und ich habe einen ewig langen Kassenzettel, ewig lang, hat diesmal 84 Euro gekostet. Aber ich habe echt viel einkauft, richtig viel bei unserem Kühlschrank. Der ist leer, der ist schon so leer, dass er leerer gar nicht mehr geht. Also es sind nur so Ketchup drin und Butter und so, das ja. Hier wieder die Unterhaltung da, hier so. Also, fangen wir mal an. Ich habe Baguette-Brötchen zum Aufbacken, zwei Packungen mitgenommen. Ich finde immer voll cool, die passen in unserer Brotzeitbox super rein. Da kann mein Tochterkind immer zwei mitnehmen, dass sie nicht verhungert. Ihr könnt es gleich einräumen, ha? Nein, mein Tochterkind will nicht einräumen. Dann habe ich einmal eine Pizza mitgenommen. Die hält jetzt auch so, bloß jetzt bis gleich. Dann habe ich eine ganze Packung mit Kakis mitgenommen. Und ich liebe die in mein Müsli rein. Da freue ich mich schon drauf. Dann hat es jetzt diese Alpro Not Milk. Also diese, ich weiß gar nicht, ist das Hafer? Ich glaube, es ist Hafer mit, muss ich schauen. Hafer mit, ne, das ist Hafer. Das ist Hafermilch und es ist die absolut beste Hafermilch, die es gibt. Die schmeckt so fast wie eine richtige Milch. Das ist Wahnsinn. Ich hätte nicht geglaubt, aber ja. Da gibt es die, ich habe jetzt die 3,5 und es gibt 1,5 noch, aber die 3,5, die kann man perfekt da aufschäumen. Also wenn ich dann Nachmittag ein Latte Macchiato trinken will, dann schäume ich die mit Milch auf, schäume auf. Super. Da habe ich dann gleich hier 8 Stück gehabt, weil die haben es für 1,49 im Angebot gehabt. Normal kostet es 1,99. Und ich weiß jetzt nicht, ob die aus dem Sortiment geht oder ob die nur so vorübergehend einfach drin war. Dann habe ich für meine Tochter jetzt gerade noch für Starbucks diesen kalten Kaffee mitgenommen. Den hat sie aber schon ausgetrunken. Ihr Lieblingskaffee. Dann habe ich hier nochmal hier diese, muss ich mal schauen. Lachs. Tagliatelle Lachs. Ich liebe das mit Spinat und Lachs. Nudeln. Super. Und da ich das einfach nur ich alleine esse, weil sonst hier keiner essen will, kaufe ich mir das auch eingefroren. Auch eine Lasagne, jetzt wollte ich gerade sagen eine Bolognese, aber nein, eine Lasagne habe ich gehabt. Dann habe ich heute, wo ich in die Stadt gefahren bin, um meine Tochter zu holen, habe ich im Radio Penny-Werbung gehört. Weil eigentlich wollte ich eins kaufen und vorne habe ich auch Penny-Werbung gehört. Rein zufällig ist auch Penny-Werbung gekommen. Und da haben die Werbung gemacht für den Apfelstrudel. Den Apfelstrudel. Und ich so, oh lecker, Apfelstrudel. Ich muss unbedingt zum Penny. Man kauft auch einen Apfelstrudel gehabt wahrscheinlich, aber ich habe Penny, Apfelstrudel und sofort, ja. Oh, der ist so, oh super, das ist sogar Strudelteig, weil die anderen, glaube ich, sind Blätterteig. Und Blätterteig-Apfelstrudel mag ich nicht wirklich so, aber das ist ein Strudelteig-Apfelstrudel. Vielleicht schmeckt das so, wie meine Oma das macht. Ausprobieren, ich freue mich schon. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt als erstes essen soll. Dann natürlich von Kerrygold, diese gesalzene Butter. Muss auch mit, muss mit. Dann habe ich noch Falafelbällchen eingefroren. Ich liebe das Eingefrorene. Ich glaube, ich bin so eine Rabenmutter. Ich mag überhaupt nicht gern kochen. Mein Kind muss immer allein kochen. Dann habe ich jetzt gesehen, vor Milka gibt es weiße Mandelkokos. Und da ich Kokos liebe, habe ich doch gut 69 Cent im Angebot. Nehme ich jetzt einfach eine Tafel mit. Und dann kaufe ich das. Dann von Vol Epi diesen tollen Käse. Der ist so dünn, der hat dünnere Scheiben wie normal. Den essen wir einmal ganz gern. Habe ich den auch mitgenommen. Also wie gesagt, ich habe heute einfach einen ganzen Morgen voll gehauen. Ich muss mal schauen, was ich alles habe hier. So, dann einen ganzen Weißkraut. In Bayern sagt man Weißkraut. Weißkohl, glaube ich, heißt das. Ein Kohlkopf. Bei uns ist das ein Weißkraut. Habe ich mitgenommen, weil wir wollen heute eventuell Wraps machen. Da kommt das draufgeschnitten oder einfach so ein Krautsalat. Oh, lecker. Liebe ich auch. Gibt's was Gesundes? Gibt's was Gesundes? Dann Wiener. Ganze Packung Wiener. Dann habe ich diese Pringles hier entdeckt. Ich weiß nicht, die gibt es bestimmt schon länger, aber die waren jetzt für 1,39 im Angebot. Und da dachte ich, dann nehme ich die jetzt einmal mit. Ich hatte irgendwie mit, habe ich euch hinten das gezeigt? Na, weiße vorne hier. So schaut es aus. Also, ich sind dann mit dieser Sour Cream, das sind meine Lieblings-Pringles.
Aber die ist halt irgendwie nur scharf. Das ist wieder natürlich hier das Real Life hier bei uns, weil ich schneide jetzt an nichts. Also meine Videos kommen einfach so. Und es ist mein Hund. Die freut sich jetzt, dass Aufmerksamkeit kriegt. Das erste Mal im Tag, der arme Hund. Ich habe Himbeeren gekauft. Die haben jetzt 2 Euro gekostet und die werden jetzt sofort eingefroren. Weil wenn ich die bis morgen im Kühlschrank lasse, dass ich die eventuell morgen esse, dann sind sie kaputt. Ich weiß nicht warum, ich habe immer Pech mit Himbeeren. Immer. Und deswegen haben wir gedacht, wenn ich die jetzt, wenn ich jetzt schon 2 Euro ausgibt für die Himbeeren, dann werden die jetzt eingefroren. So. Dann haben wir so Burger-Patties, die liebe ich immer von Penny. Von Butchers, ich liebe die, die waren jetzt nur 30% reduziert. Ich weiß gar nicht, wann läuft denn das aus? 22. also übermorgen. Also entweder friere ich es ein oder wir essen es, aber ich glaube eher, wir machen uns Burger. Kommt drauf an, essen wir heute Burger oder Tortillas? Die Wraps. Ja, wir können ja das Burgerfleisch anbraten und in die Tortillas reinmachen. Naja, könnte man auch. So, dann habe ich noch Putenbrustfilet. Weil das nämlich immer sehr fettarm ist und einmal ganz, mal ja Abwechslung, weil sonst kriegt mein Kind nur Salami, nicht, dass die an Salami stirbt. Salami-Vergiftung. Dann mal wieder Eier mitgenommen. 6 Stück, die reichen uns wieder. Die sind auch wieder Freilandhaltung und ohne Küken töten. Wie ich beim letzten Mal schon gesagt. Das ist immer so das Muss bei mir. Wow. Dann habe ich 2 so Kartoffelsemmeln mitgenommen, weil wenn wir Burger machen, dann mag ich keine Burger im Burger. Burger Buns heißen die, gell? Im Burger Buns, also in den Burger Semmeln, weil die bröseln auseinander, oder nicht bröseln, sondern die brechen auseinander, dann hat man eine Sauerei in der Hand auf dem Teller. Nee, ich mag immer nur normale Semmeln. Ist komisch, ist aber so. Und dann habe ich entdeckt, die haben so Laugendreiecke. Habe ich mir überlegt, könnte ich morgen für die Pause herrichten. Vielleicht will das meine Tochter, weiß ich nicht. Müssen wir drüber reden. Ansonsten kriegt es aufgebackene Sandwiches. Und dann gibt es noch so diese Woche, ich weiß nicht, ob es jetzt immer gibt, sind so Schokoteile. Ich weiß nicht, die heißen sogar Schoko. Ich glaube, Schokoteilchen heißen die sogar. Ja, ich weiß es nicht, Schokoteile. Die Schoko-Dingsbums. Muss ich kurz schauen. Ob ich das jetzt mal schnell auf die Schnelle hier finde, die Schoko-Dinger. 2 Stück, Schoko. Baguette, Schokobrötchen, ja, Schoko-Dinger, habe ich doch gesagt, Schoko-Dinger oder Schokoteile. Schokobrötchen, 39 Cent kostet eins. Jetzt weiß ich nicht, ob ich mir jetzt zum Kaffee einen Apfelstrudel warm mache. Apfelstrudel, ganz klar Apfelstrudel. Oder ein Schokobrötchen esse. Ganz klar, das ist Fragen über Fragen, schwere Entscheidung. Schwere Entscheidung, weiß ich noch nicht. Dann natürlich Quark, 3 Becher Quark. Magerquark, nein, Speisequark, ja. 3 Becher, weil gibt's bei uns ja immer. Frühstück, zwischendurch, Schnitzer zickig gemacht, alles. Salatherzen sind auch für 69 Cent im Angebot beim Penny diese Woche. Ich habe echt zu viel einkauft. Dann haben wir 2-mal von Burger die Maultaschen, die Gemüsemaultaschen. Ist immer gut, wenn man es daheim hat, kann man schnell Suppe machen oder schnell anbraten, je nachdem, wie alles schmeckt. Dann Knoppers für die Pause natürlich. Musste mit. Gibt's gar nichts. Wenn nicht, dass meine die einzige ist, die wo keine Schokolade dabei hat, dann wäre das absolut schlimm. Das wäre echt schlimm, oder? Wenn du kein nichts in der Pause dabei hättest. Das ist ja schön, wenn du keine Schokolade hättest. Das ist das einzige Kind ohne Schokolade. So, dann haben wir nochmal so Würfel. Ich finde die auch ganz cool. Wenn man schnell Brotzeit macht oder so. Ja, einmal Butterkäse oder einmal Emmentaler. Finde ich super. Weintraubenkäse. Ja, wir haben leider keine Weintrauben gehabt. Warum? Dann habe ich mir 2 so Blöcke mitgenommen. Die haben so Register, sind unterteilt. Ich finde das super. Das brauche ich für meine Büroarbeit. Ich habe echt wahnsinnig. Ich habe hier eingekauft die Zahnseide, die wo ich beim DM vergessen gehabt habe letzte Woche. Zahnseide. Dann Grill hat man. Das kriegt es dann jetzt gleich zum Essen. Ich? Nein, also der Hund nicht. Obwohl, man weiß es nicht. Nein, Spaß beiseite. Mein Kind kriegt keine Grillhappen. So,
So, dann haben wir Bio-Maßdamer. Bio. Käse. Käse ist gut. Und Bio-Rinderknacker, die sind auch ein absoluter Hit. Also, wenn ich, sind jetzt 4 Stück drin. Jetzt, morgen um die Zeit, sind 0 drinnen. Sind die aufgegessener. Dann, und ich liebe den Seelenwärmer vom Dr. Oetker hin und wieder einfach mal so, ich liebe das. Einfach, ich gebe immer gern, ja, es ist sogar Wasser. Man kann es mit Milch machen, aber ich mache es gern mit Wasser. Heißes Wasser, schneller Pudding, ich liebe es. Also wenn ich da was Süßes gerne will, dann will ich das. Ja, lecker. So, dann habe ich die Weizenpartier mitgenommen. Kosten 99 Cent, sind aber einige, ganz schön viel drin, 6 Stück. Also hinterher kein einpacken, dass sie hart werden. Dann natürlich hier für unser, die Stange, für unseren Hund, darf nicht fehlen. Nein, du hast das Wort nicht gehört. Das Wort, nein, das Wort mit S hast du nicht gehört. Nein, weil immer das Wort mit S ist. Das Wort mit S oder das Wort mit H? Das ist Tabu-Wort. Das ist Tabu-Wort. Dann gibt es hier nochmal Sushi für mein Kind, weil die liebt Sushi. Hoffentlich das richtige Sushi. Das ist auch wieder reduziert. Ich habe es einfach mitgenommen, weil normalerweise ist es mal relativ teuer. 22.01. passt, reicht. Heute haben wir 20. Heute haben wir 20. Ja. Alles für den Tochter. Alles für meine Tochter. Ich habe nichts für mich zum Essen. Ihr seht es ja schon. Ich kriege nur einen Apfelstrudel. Paprika ist einmal. Ja, das hat man einfach so immer daheim. Sollte man da einfach. Also dann habe ich nochmal hier Zahnpasta, die habe ich nämlich beim DM auch vergessen. Zahnpasta, ganz wichtig. Die macht so schöne weiße Zähne. Ja, hin und wieder mal, da sollte man. Dann nochmal Grillhappner. Grillhappner. Dann habe ich hier so eine Sauce für einen Burger, für die Burger. Die sind einmal lecker. Das ist immer Burger. Wenn ich dann Burger mache vom Penny, das finde ich so cool, weil die wirklich so ein ganzes Angebot haben mit dem. Was man da alles da drauf haut. Dann natürlich auch noch eine kleine Überraschung. Hier, so kann man es lesen. Kinderpingui. Eine ganze Packung. Ich glaube, ich sollte meine Tasche da draufstellen, dann muss ich nicht immer abtauchen. 2 Birnen für mein Müsli oder für mein Quark. Nein, du isst keine Birnen. Warum? Aber seit wann isst du Birnen? Dann habe ich nochmal den Seelenwärmer mitgenommen von Dr. Oetker. Ich glaube, der war sogar auch für. Der war nicht bei dem normalen Sortiment gestanden, der war bei dem Sonderangeboten. Ich glaube auch 59 oder 69 Cent. Weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber ich glaube, der ist günstig. Weil normal, glaube ich, kostet auch schon 89 oder. Ich weiß es nicht, irgendwie so. Dann Tomaten, kleine. Wir lieben ja die kleinen, die Sherry Roma Tomaten. Die sind so eigentlich die liebsten. Dann nochmal Frühlingszwiebeln sind mit dabei. Und Bananen sind mit dabei. Aber was Gesundes. Es gibt auch was Gesundes bei uns. Dann habe ich noch einen Becher Kaffee Latte Espresso. Den, ob du den trinkst oder ich weiß es nicht. Aber ich habe mal extra welche mitgenommen. Und zwar haben die jetzt hier dieses Food for Future. Ist ja gerade beim Penny so in jetzt. Diese. Der vegane Januar, da haben sie unter anderem diese beiden, die sind vegan und der ist jetzt mit Hafermilch und der ist mit Mandelmilch. Ich meine, und ihr habt es mal bestimmt schon in den einen von den ersten Videos gesehen, was ich gemacht habe, dass ich halt, ich liebe so einen kalten Kaffee im Sommer, aber bis jetzt habe ich noch keinen gefunden mit Pflanzenmilch, der wo super gut schmeckt, da habe ich echt noch keinen gefunden. Und jetzt bin ich gespannt, wie die schmecken, ob man die dann trinken kann. Weil dann trinke ich lieber den mit der normalen Milch, muss ich sagen. Also bevor ich das dann nur so runterwürge. Mal schauen, ich bin gespannt. Da bin ich jetzt wirklich gespannt. Deswegen haben wir beide mitgenommen. Dann habe ich mal den Philadelphia mitgenommen, weil der war im Angebot für 88 Cent. Und ist auch weniger drin. Kannst du bitte deine Füße runternehmen, weil sonst wackelst du meine ganze Kamera. Danke. Weil der Penny hat ja den von der Eigenmarke, der kostet 89 Cent und da sind 250 Gramm drin und da sind aber nur 175 Gramm drin und kosten 88 Cent. Und das ist für uns einfach besser, weil 250 Gramm oder 200 Gramm, das essen wir ja gar nicht. Das muss man froh sein, wenn wir 175 Gramm wegbringen. Und ich mag ja nichts wegschmeißen. Mango im Angebot für 69 Cent.
Dann ist hier der Burgerkäse, obwohl es natürlich auch normaler Käse getan hätte, gibt es ja auch. Aber wie gesagt, ich nehme dann gern einfach das mit, weil es nebeneinander liegt, dann greife ich das. Da hat es ja früher die Currywurst gegeben, das war auch lecker, leider gibt es die nicht mehr. Dann habe ich jetzt mal Entenbrustfilet, also nicht das Wort mit H, sondern das Wort mit E. Ente? Ja, da schaut sie. Checkt es, der Hund ist echt krass, der checkt es. Die liebt es ja sowas so. Einfach, das liebt sie. Und dann habe ich Rindersalami mitgenommen. Rind. 100% Rind. Bin ja froh, wenn mein Kind mehr Rind ist wie Schwein. Und eine Gurke. So, das war jetzt der ganze Einkauf. Habe ich nichts übersehen. Wie gesagt, was habe ich gesagt, habe ich ausgegeben? 84 Euro. 84 Euro, ich vergesse. Ja, schon. Ja. Also 84 Euro habe ich ausgegeben. Ja, weil es wird alles teurer, aber ich sage immer, man muss essen. Weil hungrig außer Haus geht, bringt ja auch nichts. Und das reicht jetzt für uns auf jeden Fall eine gute Woche. Also das, ja, nee. Also das ganze Essen, also in einer Woche gehen wir wieder einkaufen. Vorher gibt es nichts. Höchstens mal frisches Brot. Genau. Jetzt räumen wir das alles weg. Dann gibt es einen Kaffee. Schauen wir mal mit Apfelstrudel oder mit Schokobrötchen. Schokobrötchen hört sich in Bayern wirklich dumm an. Oder? Schokobrötchen. Das Schokosemi oder Schokoteilchen. Ja, mit Schokolade einfach. Genau. So. Und das war's jetzt. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Ich würde mich absolut freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst, wenn ihr einen Daumen nach oben mehr gebt. Und wenn ihr die Glocke auch noch aktivieren. Und wenn wir gerade dabei sind, bitte folgt mir auch auf Instagram. Da gibt es halt mein tägliches Leben, der tägliche Wahnsinn. Von der Früh bis auf die Nacht könnt ihr mein Leben damit verfolgen. Sehr spannend. Das spannendste Leben ever. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Servus.